Was geht? Herzlich willkommen zu diesem Video und heute habe ich mal den besten, wirklich besten Giftcast auf ganz YouTube. Das ist ohne Verglitschen, aber dennoch super easy. Ich habe das bei der Aufnahme direkt first try gemacht, ohne dass ich das vor der Aufnahme testen musste. Ist auf jeden Fall super, super easy. Ich werde euch heute zeigen, wie das Ganze funktioniert. Das ist auf jeden Fall richtig heftig. Teilt das auf jeden Fall mit euren Freunden, damit ihr auch davon Bescheid wisst. Ihr könnt euch so in, keine Ahnung, 60 Sekunden ein Auto ziehen, wenn ihr dann das drauf habt. Das ist ein kleiner Part, der wirklich ein bisschen Timing erfordert, aber das ist super, super easy. Na, bevor wir mit dem Video anfangen, muss ich mich mal Jamie Gaming bedanken. Er ist vor 5 Tagen wieder mit in die Kanalmitgliedschaft reingekommen. Vielen, vielen Dank für das erneute Abschließen der Kanalmitgliedschaft. Wirklich Kuss geht raus für deinen Support oder an deinen Support. Wirklich vielen, vielen herzlichen Dank. Das freut mich wirklich sehr. Und ja, auf jeden Fall braucht ihr einen Bunker, in dem Bunker eine MOC. Und in dieser MOC braucht ihr einen Fahrzeuglagerstellplatz und darauf braucht ihr ein MK2-Bike. Ja, auf jeden Fall müsst ihr das da drauf haben. Dann braucht euer Kollege auch ganz einfach einen Bunker, in dem Bunker eine MOC. Und darauf braucht er tatsächlich dann auch nichts. Er muss einfach mit der MOC zu euch kommen, dass ein bisschen in die Nähe stehen, damit ihr beide einen blauen Punkt habt und euch beide als Freunde eintreten lassen könnt. Und dann braucht ihr nachher noch irgendein NPC-Auto, das werde ich euch aber gleich auch noch erklären und zeigen. Und was ihr dann ganz einfach braucht, ist den MC oder am besten, ja doch, MC ist dafür tatsächlich am besten, ein paar Autos, was ihr opfern könnt. Dafür empfehle ich Fagius in irgendeiner x-beliebigen Garage, tatsächlich nicht im MC Clubhouse, weil da können Fehlermeldungen von wegen, ja, das Auto kann nicht da in den MC Club reingeschoben werden, deswegen am besten Fagios oder Sanchez oder Motorräder zum Opfern in irgendwelchen Garagen außer im MC Clubhouse. Ja, es ist auf jeden Fall soweit die ganze Vorbereitung. Sollte ich wie immer was vergessen haben oder sollte was unklar sein, schreibt es in die Kommentare. Wenn ich was vergessen habe, werde ich das gleich jedenfalls noch erwähnen. Ja, ihr könnt das überall machen. Wir haben das als Beispiel am NSC gemacht. Wir werden direkt anfangen. Ich habe ohne mal Bock. Ich will euch das jetzt zeigen. Das ist der beste Giftcast-Glitch, den ich seit langem gesehen habe. Ich würde sagen, starten wir das eigentlich im Video rein. Let's go. Zunächst einmal geht ihr ohne Probleme mit euren Kollegen hier jetzt mit Freunde eintreten in eure MOC hinein. Und hier sollte sich dann jetzt das MK2-Bike befinden. Ob es gemoddet ist oder nicht, ist egal. Ihr steigt auf das MK2-Bike, fahrt ohne ihn hinaus. Er kommt zu Fuß ganz normal herausgelaufen. Ja, er bleibt dann jetzt einfach in der Nähe. Was wir jetzt ganz einfach machen, ist das MK2-Bike ein bisschen weiter wegzustellen und jetzt brauchen wir einen SUV, also ein etwas größeres Fahrzeug. Ob das mit kleineren Autos, mit flachen Autos funktioniert, weiß ich nicht, aber hier sind tatsächlich SUVs vonstatten. Hier der zum Beispiel, den ich euch jetzt gleich hier zeigen werde, der hinten an diesem Parkplatz stand, in der Nähe von diesem Krankenhaus, war tatsächlich für diesen Glitch perfekt. Hier könnt ihr auch andere flache Autos sehen, allerdings sind diese nicht so empfehlenswert. Der blaue SUV da hinten war für meine Verhältnisse perfekt oder hier an dem grauen, wo ich gerade vorbeilaufe, die empfehle ich euch, diese für diesen Glitch hier quasi zu nehmen. Ich habe mich jetzt für den entschieden, der war sehr perfekt, konnte man mitnehmen und was wir jetzt ganz einfach machen, ist darin einzusteigen. Wir warten, bis wir fahren können und dann fahren wir ganz einfach zu unserer MOC. Damit müssen wir jetzt allerdings nicht in die MOC fahren. Wir müssen sie ganz einfach vor dem blauen Punkt abstellen und das ist soweit auch alles, was wir jetzt gerade machen müssen. Ja, wir machen das Ganze jetzt einmal vor. Wir stellen das jetzt hier einmal so hin. Stellt das auch am besten schön mittig hin, dann habt ihr jetzt Spielraum im MK2, das ist sehr gut. Wir stellen das jetzt so ungefähr hin, holen unser MK2, mit dem wir das jetzt hier gemacht haben, gehen jetzt auf das Dach, ja, wir gehen jetzt auf das Dach und dann davor kommt jetzt ein kleiner Timing-Part, sage ich jetzt mal. Ihr müsst versuchen, die Balance hier oben zu halten, dass ihr nicht so wie ich hier abrutscht, ja, da können auch gleich ein paar Fehler passieren, versucht ein paar Sekunden drauf zu schweben und dann kommt jetzt ein Timing-Part. Wir drücken jetzt Steuerkreuz nach rechts und drücken sofort Detektionsmenü auf. Das muss wirklich sehr, sehr schnell gehen. Ihr habt gesehen, das Auto verschwindet. Ja, das ist soweit ganz gut. Wir steigen vom MK2-Bike ganz einfach ab und steigen in die Karre ein, was wir dann gleich haben wollen. Wir können das MK2-Bike oder müssen das MK2-Bike jetzt einlagern. Was wir jetzt machen, ist ein Auto anzufordern. Also am besten eine Fagio oder Sanchez, was wir jetzt opfern können. Ja, das ist ganz, ganz wichtig jetzt zu beachten. Das müssen wir jetzt ganz einfach machen. Ja, das Interaktionsmenü muss in der Zeit auch offen bleiben. Jetzt wird das Interaktionsmenü automatisch zugehen. Das ist soweit gar kein Problem. Wir haben alles richtig gemacht. Wir müssen einfach jetzt auf das Fahrzeug steigen, was wir uns ziehen wollen. Und unser Kollege, in meinem Fall der Leon Wallon, ja, er muss uns jetzt ganz einfach in die MOC mit Freunden eintreten, ganz einfach mit reinziehen und schon haben wir uns ein Auto gezogen. Wir sind in unserer MOC, allerdings kommen wir da nicht
nicht raus. Deswegen müssen wir unserem Kollegen sagen, ey, yo, lad mich mal bitte in deine MOC ganz einfach einmal ein. Und ja, wir müssen die ganze Zeit im MC bleiben. Und hier könnt ihr auch sehen, ich musste ein paar Mal öfter joinen. Das ist soweit nicht schlimm. Ihr testet das einfach aus, joint ein bisschen. Und das sollte auch schon alles geklappt haben. Ich habe an der Stelle den Black Screen bekommen. Und hier ist jetzt eine etwas längere Ladezeit. Es ist soweit nicht schlimm. Ihr habt alles richtig gemacht, wenn das bei euch auch so ist. Ja, wir gehen dann ganz einfach auf seine MOC. Er kann dann auch von mir aus gerne wieder rauskommen. Das ist jetzt komplett egal. Ihr könnt das so oft wiederholen, wie ihr wollt. Ja, wir müssen ja jetzt ganz einfach nur kontrollieren, ob die Karre immer noch da ist, beziehungsweise das MK2-Bug, was ich mir jetzt gezogen habe. In eurem Fall ist es bestimmt irgendein Auto. Ob Flugzeuge gehen, weiß ich tatsächlich nicht. Oder DMO-Fahrzeuge, testet das einfach mal aus. DMO-Fahrzeuge würde ich aber sagen, das geht schon. MK2 war jetzt auch gerade da. Allerdings machen wir es jetzt auch nochmal mit einem anderen Auto. Wir wiederholen diesen Vorgang. Das MK2 konnte ich in meinem Fall stehen lassen. Wir wiederholen den Glitch jetzt ganz einfach. Was wir jetzt ganz einfach machen, ist mit unserem Kollegen ganz einfach jetzt mit Freunden eintreten, das Ganze einfach zu wiederholen. Wir machen das jetzt hier ganz einfach. Wir haben einen Blackscreen, diesen warten wir einfach ab. Wenn wir jetzt in der MOC sind, steigen wir als Zier auf unserem MK2 ganz einfach auf. Unser Kollege geht wie gewohnt auch schon aus der MOC hinaus. Und hier warten wir jetzt auch wieder ab, bis wir draußen angekommen sind. Und hier ist dasselbe Spiel wie vorhin auch schon erklärt. Bei Fragen wie immer in die Kommentare oder gerne auf meinen Discord-Server joinen. Link in der Bio. Ja, einfach joinen und Regeln bestätigen. Ja, was wir jetzt ganz einfach machen, ist folgendes. Wir stellen das MK2 irgendwo hin, wo wir noch ein bisschen Platz haben und das schnell erreichen können. Ich habe das jetzt hier neben den Osiris, den ich mir jetzt ziehen werde, hingestellt. Und hier heißt es auch wieder Auto suchen. Ja, wir suchen uns dann jetzt ganz einfach diesen SUV. Ich habe mir den jetzt hier ganz einfach nochmal rausgeholt und stellen den wieder vor dem blauen Punkt an unserer MOC. Was wir jetzt ganz einfach machen, ist unser MK2-Bug zu nehmen und denselben Part wie vorhin zu machen. Ich versuche das jetzt nochmal langsam euch genau zu erklären, wie das geht. Wir gehen auf das Dach mit dem MK2 und versuchen die Balance da drauf zu halten. Das sollte ungefähr so aussehen, schön mittig bleiben mit dem Teil. Und was wir jetzt ganz einfach machen, ist der kleine Timing-Part. Wir drücken sofort, also hier, wir machen das jetzt ganz, ganz schnell. Wir machen jetzt hier Steuerkreuz nach rechts, müssen wir jetzt ganz einfach drücken und sofort das Interaktionsmenü einmal aufmachen. Das müsst ihr nicht spammen, sondern einmal aufmachen. Das sollte sich dann so direkt öffnen nach dem Black Screen. Was wir jetzt ganz einfach machen, ist von dem MK2-Bug an der Stelle nur noch abzusteigen. Dann müssen wir es jetzt an der Stelle auch jetzt über die Fahrzeuge, wo ich jetzt hier gerade reingehe, das ganz einfach einzulagern. Und dann gehen wir auf den MC-Präsident und holen uns ein Motorrad, was wir opfern können. Ja, das wird direkt hier spawnen. Und dann steigen wir in die Karre ein, was wir ziehen wollen. Unser Kollege zieht uns ganz einfach über Freunde eintreten ganz einfach ein. Wir haben das soweit dann jetzt hier geschafft. Das war jetzt zweiter Versuch, direkt geschafft. Und das könnt ihr jetzt die ganze Zeit wiederholen. Ja, hier heißt es an der Stelle, er soll uns doch bitte in die MOC ganz einfach einladen, ja, damit wir es kontrollieren können, ob das Teil da wirklich drin steht. Das müssen wir jetzt ganz einfach an der Stelle einmal machen. Hier kann es auch wieder sein, das war bei mir allerdings nicht der Fall, dass wir öfter joinen müssen. Ich bin einfach direkt mit reingezogen worden. Ja, wie gesagt, wenn ihr eine Frage zu dem Glitch habt, schreibt sie in die Kommentare, aber ich denke mal, das sollte jeder von euch da draußen hinbekommen. Ihr könnt mir auch mal in die Kommis schreiben, wie ihr diesen Glitch findet. Ich habe gerade meinem Kollegen Bescheid gesagt, er soll mich doch gerade ganz einfach einladen. Ja, wir warten jetzt, bis er uns eingeladen hat und hier bin ich direkt in seine MOC gezogen. Ich denke, das liegt daran, weil wir den Glitch schon einmal gemacht waren und quasi in diesem Zustand schon waren. Das ist zwar ohne Verglitschen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wir sind in der MOC von ihm und gehen dann ganz einfach über den Anhänger verlassen, ganz einfach raus. Sollte man draußen jetzt hier gleich spawnen nach einem etwas längeren Blackscreen. Und wenn das so der Fall ist, haben wir alles richtig gemacht. Wir gehen jetzt noch als Controller ganz einfach in unsere MOC. Und hier werden wir jetzt das Auto, in meinem Fall war es der Osiris von ihm, jetzt hier auch vorfinden. Das ist super, super einfach, wie ihr sehen konntet. Ja, der steht jetzt auch hier. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Like und mit einem Abo. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Teilt das Video dann noch auf eure Bilder und Freunden und aktiviert auf eure die Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal verpasst. Ja, es ist auf jeden Fall der beste GIF-Cast, den ich aktuell kenne. Macht den auf jeden Fall, nutzt den aus, schlachtet diesen Glitch komplett aus. Ich habe damit sogar einen OTR gefunden. Ja, jedenfalls war es das von dem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video oder am nächsten Livestream wieder. Bleibt gesund und ciao.